Herzlich willkommen bei Sonylift. Dennis Soblik mein Name. Heute geht es darum, den Flow X in seinen Detailfunktionen Ihnen näher zu bringen. Viel Spaß! Wie nehme ich den Deckel an der Antriebseinheit bei dem Flow X ab? Und wo finde ich den Fehlercode? Ich zeige Ihnen jetzt, wo Sie die Abdeckung finden und wie Sie diese abnehmen, um den Fehlercode durchzugeben. Die Abdeckung ist das, was Sie hier sehen, wo auch vorne die blaue Lampe leuchtet. Um diese abzuziehen, ziehen Sie kräftig an dieser Haube. Das ist die Abdeckung. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, unten an diesem Display den Fehlercode durchzugeben. Dieser Fehlercode sagt aus, um was für eine Störung oder welcher Fehler oder Defekt es sich handelt. Um die Haube wieder draufzusetzen, führen Sie den am besten unten einmal drauf, gucken, dass er hier unten eingerastet ist und drücken den Deckel einfach zu. Mehr ist es nicht gewesen. Haben Sie weitere Fragen, rufen Sie uns gerne an und wir helfen Ihnen gerne weiter. Vielen Dank.